Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der Ukulele. Heute möchte ich euch erzählen, was es mit der Bundreinheit auf sich hat. Denn das ist wichtig, wenn wir uns ein Instrument kaufen, dass es möglichst bundrein ist. Ein Bund ist ja hier der Raum zwischen einem Bundstäbchen und dem anderen Bundstäbchen. Der erste Bund, zweite Bund, dritte Bund. Und je nachdem, wie die Stäbchen angebracht sind, sind die Töne rein oder eben ein kleines bisschen unrein. Ich habe diese Ukulele auf G, C, E, A gestimmt und das überprüfen wir nochmal anhand des Stimmgerätes. Jo, das G stimmt. C auch, bisschen neigt es zum Tiefen. E, jawohl, stimmt auch. Das A stimmt auch. Sehr schön. So. Wenn ich jetzt die Bundreinheit überprüfen will, spiele ich zum Beispiel die G-Seite, einmal leer und einmal greife ich sie im 12. Bund. Das ist hier oben, wo meine Ukulele zwei Punkte hat, so zwei Kennzeichen. Manchmal hat man hier auch so einen Punkt, genau, hier habe ich auch zwei Punkte auf dem Griffbrett. Da muss ich nicht bis 12 zählen, ist ein bisschen mühsam. Also G, hupsala, ups, falscher Ton. So, und das ist die Oktave, das ist das G hier oben. Was zeigt mein Stimmgerät an? Ja, es zeigt auch ein G an. Das Stimmgerät erkennt das G, aber es ist ein bisschen zu hoch. Wie ihr seht, ist es nicht ganz im grünen Bereich. Gut, was sagt es beim C? Ebenfalls, das C wird erkannt, aber der Ausschlag geht ein bisschen zu weit nach rechts. Es ist auch ein bisschen zu hoch, das C. Das E, auch hier ist die Oktave ein bisschen zu hoch. Was sagt das A? Ebenfalls ist die Oktave vom A im 12. Bund ein bisschen zu hoch. Das bedeutet, dass das Stäbchen irgendwie vielleicht einen Millimeter zu weit nach rechts angebracht wurde. Vielleicht sind aber auch die Saiten noch nicht richtig eingespielt und irgendwas ist nicht richtig. Aber mich persönlich stört das nicht so sehr, denn mir reicht es, ich stelle das Stimmgerät jetzt mal aus, mir reicht es, wenn die Ukulele bis zum 4. Bund so sehr schön klingt. Und das tut sie. Ich kann also den Ton C hier spielen, dann klingt C-Dur sauber. Hier im ersten Bund, im zweiten Bund, im dritten Bund klingt dieser Akkord auch sauber. Und das, was hier vorne F ist, klingt im dritten Bund gegriffen ebenfalls ganz gut. Und im vierten Bund bin ich auch sehr zufrieden. Also, meine Ukulele bleibt bei mir.